Das freie Sonderkombinat FSK 93,0 101,4 im Kabel. Heute mit einer kleinen Sondersendung des Nachmittagsmagazins für subversive Unternehmungen. Dazu begrüßen wir im Studio Zwi, Co-Autor verschiedener Texte zur situationistischen Internationale und heute zu die Verdinglichungstheorie von Lukács und die situationistische Spektakelkritik zur Aufhebung des orthodoxen Marxismus in dem Sammelband Verdinglichung Marxismus Geschichte von der Niederlage der Novemberrevolution zur kritischen Theorie. Auch diesen Aspekt zur kritischen Theorie werden wir heute ausgeführt bekommen. Wir hören quasi ein Co-Referat zu der Veranstaltung, die hier am Dienstag in Hamburg stattgefunden hat. Eine Veranstaltung zu Geschichte und Klassenbewusstsein, die insbesondere zu Verdinglichung und Partei gesprochen hat, diese Veranstaltung. Eine sehr interessante Veranstaltung auf der Zwi, der für alle vielleicht überraschend, außer für ihn selber, auf dieser Veranstaltung auch anwesend war, auch einige Ausführungen gemacht hat, die hier dann jetzt im Folgenden vertieft werden würden. Guten Tag, Zwi, erst Guten einmal. Tag. Keine Ahnung, ob du schon mal im FSK gesprochen hast. Dürfte lange her sein, wenn das der Fall gewesen ist. Und insofern nutzen wir die Gelegenheit heute. Ja, danke. Jetzt soll ich einfach drauf los versuchen zusammenzufassen, was vielleicht akustisch in dem Mitschnitt von der Veranstaltung am Dienstag über Lukács Buch Geschichte und Klassenbewusstsein und drumherum nicht so rüberkam, auch weil es so, wie es immer schwierig ist, auf Veranstaltungen in Diskussionen zu kommen, hochkarätig, komplex, dann gibt es oft so einen Schwall und es kommt zu Co-Referaten und das ist nicht immer die wünschenswerte Form. Jetzt wird es entspannter möglich sein, einige Thesen, die an Lukács Theorie insgesamt, das ist ein erster Problempunkt, was ist Lukács Theorie insgesamt oder einfach Lukács, wofür steht der Chiffre Lukács, ist das nur für das Buch 1923 Geschichte und Klassenbewusstsein die Signatur oder ist es nicht auch für das, was die Thesen und die sehr den westlichen Marxismus ja geradezu begründenden und prägenden Theoreme in Geschichte und Klassenbewusstsein betrifft, die Diskussion und die Kritik daran, die mit in die Diskussion von Lukács einbezogen werden muss. Das heißt, der ganze Lukács ist genauso ähnlich, dass man nicht sagen kann, Marx, das steht für die Frühschriften von Marx oder die deutsche Ideologie oder anderes, sondern da muss man schon früh und spät, da gibt es keine Zäsur und keine Ruptur. So ist das auch mit solchen sozusagen Großdenkern wie Lukács, und Lukács war sicherlich einer der bedeutendsten vom Anspruch her und auch von der Auswirkung her wissenschaftlichen Kommunisten und Theoretiker auch der kritischen Theorie im weitesten Sinne des 20. Jahrhunderts, und das ist ja völlig unabgegolten. Das finstere 20. Jahrhundert ist gekennzeichnet durch ungeheure Brüche, und die Ausgangsfrage, die wir vor der Sendung hier auch in den Mittelpunkt stellen wollten oder als Aufhänger nehmen wollten für diese ganze Debatte, um die es bei dem Buch, um sein Buch, bei der Diskussion um sein Buch 23 geht, ist, wie war die Situation 1918, als Lukács, so wie er es selbst nannte, zum Marxismus und zunächst mal zum Leninismus, das heißt zum leninischen Revolutions- und Organisationskonzept konvertierte. Es handelte sich nach eigener Aussage seitdem um eine Konversion, sozusagen ein Glaubensübertritt. Die Situation 1918 war selbst schon ein ungeheurer Bruch. Der Bruch war im November 1917 durch den Coup, den Staatsstreich der Bolschewiki, auftretend als handelnde Macht der Sowjets in Russland und umliegenden Regionen im Verlauf des Ausgangs des Ersten Weltkrieges und auch zur Beendigung des Ersten Weltkrieges gelungen, und hatte aber sofort zu einem Ambivalenz geführt oder eine Ambivalenz sehr schnell entfaltet, nämlich zwischen den Räten, den Sowjets, den Organen der Arbeiter, der Bauern
der Soldaten und der leninistischen Partei, den Bolschewiki. Und das drückte sich schnell aus innerhalb von wenigen Wochen darin, dass die CK, ein völlig informeller Gewaltapparat von den Bolschewiki, gegründet werden musste, um überhaupt die Macht der Partei und auch die Macht der Sowjets, die sie repräsentierten, aufrechterhalten zu können gegen die Konterrevolution. Da hat sich also 1917, 18, 19 in jenen Jahren, als Lukács konvertierte zum Leninismus in der Form, wie er in Ungarn auftrat, in der Ungarischen Räterepublik, hat sich ein Bruch schon angedeutet, der das ganze Jahrhundert lang zwischen Revolution und Konterrevolution sich erweitern sollte und derartige Dimensionen annehmen sollte, dass er schließlich zum Revolutionsbruch in der Geschichte schlechthin, darüber wird noch zu sprechen sein, und auch zu einem gattungsgeschichtlichen Bruch führte, der vermeidbar gewesen wäre, der aber sozusagen wie ein gigantischer Riss innerhalb von einem halben Jahrhundert oder noch nicht einmal sich bis in die 40er Jahre hinein erweitert hat und in einen Abgrund das ganze finstere 20. Jahrhunderts gerissen hat, in dem sozusagen wiederum zwei Positionen in der Philosophie, die auf Emanzipation ausgeht, in der kritischen Theorie, sich dann schließlich hergestellt haben. Einmal diejenigen, die Auschwitz und die Shoah zum unbedingten Ausgangspunkt des modernen und des kritischen und revolutionären Denkens, also wie ist kommunistische Emanzipation im Weltmaßstab möglich, nachdem das möglich war, nachdem die Revolution so gescheitert und so verkehrt worden war, in die deutsche Revolution, in der Sozialismus, in den Nationalsozialismus sozusagen verkehrt worden war, die Revolte in die konformistische Revolte, die revolutionären Bestrebungen in die Barbarei, Unterbeteiligung der Arbeiterklasse, vor allem in Deutschland. Wenn das möglich war, wie ist dann noch kommunistische Emanzipation möglich? Diese Frage, dafür wäre der Bruch entlang der Shoah. Und der Bruch zwischen Revolution und Konterrevolution, der sich ja auch schon im 19. Jahrhundert seit Hegels Ära immer mehr und immer schmerzhafter gerade in Deutschland abgezeichnet hatte. Wir denken an Hegels Denken, das als ihre Zeit in Gedanken gefasst, wie Hegel selbst sagte, ebenfalls den Bruch zwischen Revolution, Französische Revolution, Napoleon-Ära, napoleonische Kriege und Konterrevolution. Niederwerfen Napoleons durch die sogenannten Befreiungskriege, die Metternich-Ära, die finsterste, depressivste Konterrevolution bis 48 und so weiter. Dann entlang den Revolutionsknotenpunkten 1848 immer wieder das Umschlagen von Revolution in Konterrevolution, die Niederstampfung der Pariser Kommune durch die Konterrevolution. Und dieser Bruch, dieser Dialektik zwischen Kontinuität und Diskontinuität ist das große Thema, das mit dem absoluten Abgrund, in den bereits der Erste Weltkrieg führte, und dem revolutionären Ausweg, in den die leninistische Organisationsform und Revolutionsform zu führen schien, wieder aktuell wurde. Und diese Aktualität ist auch ein innerer Bruch von Lukács, und zwar der Bruch in seiner Theorie zwischen dem Lukács, der sehr berühmt schon war, man kann tatsächlich sagen sehr berühmt, als außerakademischer Denker, Philosoph, ästhetischer Philosoph, der Werke wie die Heidelberger Ästhetik, die Seele und die Formen, die Theorie des Romans vorgelegt hatte, und dessen persönliche Situation bei allem Ruhm einer der zunehmenden Verzweiflung war am Beginn des Ersten Weltkrieges. Er hat den Ersten Weltkrieg, das wurde in der Veranstaltung sehr gut herausgestellt, absolut abgelehnt, anders als seine akademischen Lehrer, vor allem Simmel, Weber und andere, die den begrüßt haben. Und das war auch ein Bruch mit seinen akademischen Lehrern und mit der Akademie, die bei aller sophisticated entwickelten Kulturkritik, wie etwa Simmel mit seiner Kritik des Geldes und der Ware und der Moderne und Webers Kritik der Rationalisierung in allen Bereichen, dennoch dann auf die Seite der Konterrevolution des imperialistischen Krieges übergegangen sind 1914. Und das hat Lukács nicht mitgemacht und brach dann in der Folge immer radikaler bis zur Abrechnung mit diesen philosophischen Positionen, die ihn ja selbst geprägt hatten, in dem berühmt-berüchtigten Buch Die Zerstörung der Vernunft, Jahrzehnte
später, in den 30er Jahren, 40er Jahren. Also etwa 1950 war das Buch dann rausgekommen. Er hat aber die ganzen 30er Jahre daran gearbeitet, in Vorarbeiten. Also was ist aus der Vernunft geworden, wenn sie in die Unvernunft dieses Hexenkessels, dieses Gemetzels des Ersten Weltkrieges umschlagen kann? Und wie konnte namentlich Deutschland, das Land der Dichter und Denker, zum Hort, zum Ursprungsland des nationalsozialistischen Barbarei werden? Bei all dem, und das kommt jetzt das zweite Thema, das der Lukácsischen Theorie und Ambivalenz eingeschrieben ist dabei, er hat, obwohl er eigentlich der theoretische Antifaschist sui generis geworden ist und das Buch Die Zerstörung der Vernunft, so schlecht man über seine Einseitigkeiten die Nase reden mag und sehr man sich darüber philosophisch alterieren mag, weil es eben ganz, ganz bestimmte Dimensionen dieser deutschen Denktradition herausarbeitet, das musste irgendjemand mal tun, diese Schmutzarbeit zu machen. Wie konnte der Weg von Nietzsche zu Hitler gegangen werden? Gab es keinen anderen Weg in der deutschen Geistesgeschichte? Diese Frage hat Lukács in Zerstörung der Vernunft später einfach gestellt. Aber er hat sie sehr halbiert und sehr unzulänglich dann doch beantwortet in diesem antifaschistischen Handbuch sozusagen der Genese des Faschismus in der Philosophie über Heidegger, hauptsächlich auch geführt, den Philosophen des Prä-Narzissmus, des NS und des Postfaschismus, des Postnarzissmus, fraglos. Und er hat in dieser ganzen Kritik vergessen oder übersehen weitgehend, dass es bei dieser Kritik um die Antisemitismuskritik, um die Genese des Antisemitismus geht. Dass der Antisemitismus nicht einfach eine Facette nur unter ferner liefen Rassismusformen des Nationalsozialismus ist, sondern dass das eine Erscheinung ist, in der die pathische Projektion die ganze Revolutionskonzeption, die ganze Revolutionspraxis auch, die aus einem revolutionären Unbehagen des Proletariats schon im 19. Jahrhundert erwachsen ist, in eine Richtung umkehren hilft, die dann absolut barbarisch und eliminatorisch ist. Und dem Antisemitismus-Syndrom hat er sich, wie schon viele Marxisten vor ihm, und wie es eigentlich eine Tradition des Marxismus, den er noch zur höchsten Höhe der Kritik entfalten wollte, geblieben ist, ausgeblendet. Ich wähle das Wort Ausblendung, weil psychoanalytische Termini wie Verdrängung oder Verschiebung zwar auch ihre Stelle haben, aber mit denen muss man sehr sorgfältig und genau umgehen. Aber das alles lässt sich unter dem Symptom der Ausblendung in Lukács Werk dieses Bruches und dieses Risses und dieser Zäsur, eben der zu Auschwitz hinlief, eigentlich subsumieren. Es war eine gigantische Ausblendung in seinem Werk. Und insofern kann man, und das wäre meine Kritik auf der Veranstaltung an den sonst sehr guten einführenden Vorträgen zu Lukács Frühwerk, also ich nenne das marxistische Frühwerk, Geschichte und Klassenbewusstsein, das nicht-marxistische Frühwerk lag ja da schon hinter ihm in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg, aber dieses eigentliche marxistische Frühwerk war der Beginn seines Wegs zu Marx, wie er das bezeichnet hat, das kann man nicht für sich isoliert behandeln. Man muss es heute nach Auschwitz und nach dem, was Auschwitz an Ähnlichem sozusagen folgen kann und zum Teil auch sich abzeichnet, das kann man nicht einfach wiederum ausblenden bei der Diskussion und der Neuaufnahme der Debatte um Lukács komplexes Werk. Man muss es durchgängig vom Frühwerk bis zum spätesten Werk, das ja auch heute noch kaum untersucht ist, außer von irgendwelchen akademischen, mehr so staatssozialistisch gesonnenen Institutionen vielleicht, wird über das Spätwerk von Lukács noch kaum gesprochen. Und das muss eben zusammen mit seiner Selbstkritik in diesem Spätwerk an dem bis jetzt einstweilen behandelten Buch Geschichte und Klassenbewusstsein auch zusammen behandelt werden. Das wäre der erste Gesichtspunkt. Jetzt wäre, das wäre also der Hauptpunkt meiner Kritik an der bisherigen, vor allem eben linken auch Lukács-Rezeption. Jetzt muss ich das natürlich begründen. Und das kann wiederum nur versucht werden, indem diese biografische Dimension, die auch eine ziemliche Rolle spielte bei dem Herangehen an Lukács auf der Veranstaltung am vergangenen Dienstag im Westwerk, da wurde auch die notgedrungen die biografische Dimension anfangs einbezogen. Und das muss auch sein, weil Lukács ist nicht irgendein Denker. Lukács ist ein selbst in sich ambivalenter und zerrissener
Denker gewesen, der, und das ist jetzt eine These, die bisher kaum behandelt worden ist, merkwürdigerweise, jahrzehntelang in der ganzen bibliothekenfüllenden kontroversen Diskussion um Lukács und sein Werk, auch um seine Biografie. Da ist kaum behandelt worden bisher seine jüdische Prägung. Er entstammte einer ungarischen assimilationsjüdischen Bankiersfamilie und er ist sehr früh schon, also mir hat Lendwey, dieser Lukács-Spezialist aus dem Lukács-Archiv, schon 1990 erzählt, Lukács wäre konvertiert aus dem Judentum in seiner Familie, in der Zeit seiner sozusagen der Zugehörigkeit zu der Familie, zum Calvinismus, also zum Christentum. Calvinistischer, extrem protestantischer Prägung. In Ungarn war der Calvinismus eher verbreitet. Und also im Bürgertum. Und das war die, sozusagen die erste Glaubenskonversion. Er wollte sich vom Judentum absetzen. Weitere Gesichtspunkte, die dabei auch zu berücksichtigen sind, ich muss jetzt Sprünge machen, es gibt verschiedene Indizien dafür, wie zutiefst er durch das Judentum, der Vater war selbst noch ein Trödelhändler sozusagen gewesen und hat sich emporgearbeitet durch seine Redlichkeit und seinen Fleiß und seine List sozusagen auch bis zum Staatsbankier ersten Ranges in Ungarn. Und dieser schnelle Aufstieg zu einem assimilationsjüdischen Milieu, das sein Judentum selbst einigermaßen verdrängt hat und sehr nach dem Westen, nach der deutschen oder westeuropäischen Literatur und Kultur schaute, aus dem provinziellen ungarischen Literatur heraus wollte und herausstrebte. Zum Beispiel war Thomas Mann öfter Gast an der Tafel von Lukács Vater und Lukács Vater hat Lukács zugesichert, dass er alles tun würde, alles seine Mittel zur Verfügung stellen würde, damit Lukács ein tüchtiger, um nicht sagen berühmter Wissenschaftler, Philosoph und Kritiker zu werden. Lukács begann auch als Kritiker der ungarischen Provinzialität und auch der Moderne. Der Moderne, die um 1900, als der ganz junge Lukács als Theaterkritiker anfing, ein Gegenstand der Kritik war, wie sie etwa Georg Simmel und Max Weber paradigmatisch haben werden lassen. Und auf diesem Horizont, also im Horizont, hat Lukács eine Kritik des Geldes, des der Waren produzierenden Gesellschaft, der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt, schon in seiner vormarxistischen Phase, die ganz deutlich, das ist immer wieder festgestellt worden, romantisch antikapitalistische Züge aufweist. Und wir können sehen, wie dieses sozusagen dieses Erbe eines tiefsitzenden Affekts und einer Aversion gegen die Moderne mit ihrer Kälte, mit ihrer, wie Lukács später nannte, ökonomischen bewegenden Achse der Geldwirtschaft, der ganzen kapitalistischen Entzauberung der Welt, wie sein Lehrer Max Weber es nannte, und so weiter, mit seiner Kälte und Nüchternheit und Kultur des Urbanismus, wie das Lukács antimodernistischen Affekt bis hin in die Literaturformen hinein immer wieder erregt hat. Und das ist ja auch gerade eine Bürde, die Adorno sehr scharf wahrgenommen hat, noch 1950 herum oder in den 50er Jahren, als er in so einer Art Abrechnung mit Lukács Gesamtwerk vorläufig denunziert hat, dass Lukács eben gar kein Verständnis für die Kunstavantgarden des 20. Jahrhunderts aufweise. Das ist in der Expressionismusdebatte und so weiter auch dann ganz manifest geworden. Und darüber muss man sich auch weiter streiten, weil Lukács eine sehr scharfsinnige Kritik eben an diesen zerstörenden Erscheinungen der Wertvergesellschaftung, wie wir heute sagen, schon sehr frühzeitig geleistet hat. Und diese Kritik, diesen romantischen Antikapitalismus, den versucht er genau nach seiner zweiten großen Konversion, nämlich von einer tief religiös geprägten und lebensphilosophisch, romantisch, antikapitalistisch und mystisch und so weiter geprägten Stimmung heraus, in eine marxistische, rationale, und zugleich sich den irrationalistischen Formen, den Formen der Verschleierung, den Formen des falschen Scheins, der aber real ist und der Erscheinung, in der das Wesen verkehrt auftritt und so weiter, also eine ganz dezidiert fetischismusanalytische Wendung über Marx versucht Lukács dann zu nehmen. Und das geht weit über die Konversion zum Leninismus als Parteimodell, als Revolutionsmodell und auch als Revolutionsmythos hinaus, schon in den Jahren 1918-19. Um wieder auf diese Situation von 1918 herum zurückzukommen.
Meine These wäre, das habe ich jetzt auf der Veranstaltung noch nicht so sagen können, was eine sehr, sehr, sehr steile und sehr kühne These ist, die erstmal belegt werden muss. Aber ich denke, man kann in der Forschungsarbeit der nächsten Zeit in dieser Debatte auch viele Belege schon bringen und hoffen, sie auch bringen zu können von Seiten des Autorenkollektivs, dass die Konversion Lukács, der Klassenverrat von an der Bourgeoisie, aus der er kam, nicht ganz der Verknüpfung der Vorstellung der antisemitischen, unbewusst latent oder strukturell antisemitischen Vorstellung von Bourgeoisie und Judentum, von Geld und von Jude und Geld. Ich weise auf die sehr sensationelle, finde ich, in ihrer, dass sie an diesen Nerv des Antisemitismus herangeht, Ausstellung in Frankfurt im Moment hin, die vor einer Woche ungefähr eröffnet worden ist, Jude.Geld. Eine Vorstellung, wo auf dem Stand der Antisemitismusforschung auch versucht wird zu zeigen, wie diese Verknüpfung funktioniert, historisch funktioniert, ideengeschichtlich funktioniert, wie sie auch sozusagen als Fetischgestalt, als die bösartigste aller Fetischgestalten, die wir bisher in der Geschichte kennen, der Alltagsreligion, wie Marx es schon nannte, auch auftritt, von Marx verkannt in seiner Zeit unter seinen Augen und auch von den Marxisten, von Lukács, bis auf Außenseiter weitestgehend verkannt, ausgeblendet. Das hat bestimmte Ursachen, die müssen an diesem Fallbeispiel, an diesem, wie es oft hieß, Problemfall oder wie heißt es, dem Fall Lukács, müssen die endlich auch bloßgelegt werden, dieses Problem. Das Problem, wieso bei Kommunisten, bei Marxisten immer wieder so eine Falle sich auftut, in die meisten hineingegangen sind, sozusagen große Denker wie Lukács des historischen Materialismus oder der kritischen Theorie, wie auch die einfachen Parteisoldaten, wenn man sie mal so zynisch nennen soll, oder die sich für ein Parteisoldatentum entschieden hatten im 20. Jahrhundert, die haben sozusagen immer einen Neid gegenüber dem Judentum an den Tag gelegt, indem dass sie die Juden alleine ließen, dass diese typische linke und auch parteikommunistische und auch linkskommunistische und so weiter Kälte gegenüber der Verfolgung, der Diskriminierung, der Dämonisierung und so weiter und schließlich der Vernichtung der Juden in Europa offenbart wurde, obwohl sie ja eigentlich von ihren Vorgaben die Ersten hätten sein müssen, die das denunzieren und die sich auch in die erste Reihe stellen. Und das ist eine Ambivalenz, die muss selbst erklärt werden. Die hängt ganz sicherlich, wenn man jetzt Lukács und viele andere untersucht, daraufhin in ihrem Werk mit einer Art Entprivilegierungsdrall zusammen. Nicht die Juden sollen das Opfer des Kapitals sein und das Opfer der antisemitischen Gesellschaft, wie Adorno das richtig nennt insgesamt, sondern uns interessiert nicht die antisemitische Gesellschaft, uns interessiert die kapitalistische Gesellschaft. Wir Kommunisten sind das Opfer, wenn es schon Opfer geben muss und Niederlagen geben muss. Die Juden, das sind halt solche Bürger oder Spießbürger oder welche. Also sozusagen wird eine anderen und auch sich eine Konversion, eine Art Taufe vom Judentum zum Kommunismus oder Sozialismus abverlangt. Damit muss das zusammenhängen und diese Operation, diese unbewusste oder halbbewusste Operation sehen wir bei Lukács da vor allem, wo Einblendungen des Problems erfolgen. Und das ist selten, aber das lässt jedes Mal tief blicken. Das ist in dem Werk Geschichte und Klassenbewusstsein noch nicht so virulent. Da müsste man genau auch forschen. Aber das ist später virulent. So wie Adorno 1940, um 1940 herum war es wohl, diesen berühmten Brief an Horkheimer schrieb, dass er eine gigantische Verschiebung wahrnimmt von dem Blick der kritischen Theorie her zwischen der Polarität, das, was wir bisher, so sagt er, ungefähr als den Antipoden, als den Gegenpol zum Kapital, zur kapitalistischen Gesellschaft, zur Macht gesehen haben, nämlich das Proletariat, das wird jetzt in der nationalsozialistischen und antisemitischen Verschiebung, wird es in der wahnhaften Verschiebung, in der wahnhaften partischen Projektion auf die Juden verschoben. Es hat sich auf die Juden verschoben. Ganz deutlich. Und damit werden wir uns befassen müssen. Und genau diese Verschiebung, die diagnostiziert Lukács, der sich auch mit nichts anderem beschäftigt in derselben Zeit, als mit der Zerstörung der Vernunft bis hin zum Nationalsozialismus in Deutschland. Dieser Verschiebung stellt er sich nicht, die nimmt er nicht wahr, die blendet er aus, aber dann kehrt sie wieder. Dieses Verleugnete oder Verdrängte kehrt dann wieder als eigene
Ausblendungen, eigene Verleugnung dieser Verschiebung. Und das läuft ungefähr so, dass Lukács immer wieder offenbart, dass eine Verschiebung deswegen nicht wahrgenommen und nicht realisiert werden darf, also nicht wissenschaftlich theoretisch anerkannt werden darf. Sie muss einfach darüber hinweggegangen werden, als Bruch, als Geschichtsbruch, als Revolutionsbruch, weil ja sonst man sozusagen im Grand Hotel Abgrund landen müsse. Und 1967 macht er Gespräche in Budapest, die ihn auch sehr, sehr, sehr Spätwerk zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins sehr bekannt gemacht haben, damals, an die, dass er begonnen hatte mit Abendroth, Kofler und ich weiß nicht, Hans-Heinz Holz, hat er da am Tisch gesessen und hat sein Ontologieprojekt ihnen erklärt, sozusagen in einfachen Worten. Und da kommt er auf die Shoah zu sprechen. Und in der Weise, das ist bisher bei Dennis Meyer nur zitiert worden, aber auch nur partiell, diese Gesprächssequenz, dass er sagt, ja, wenn wir jetzt zum Beispiel sehen, was die Literatur und die Kunst vermögen, die vermögen doch ein Geschichtsbewusstsein heute immer noch zu erwecken oder zu fördern. Und nehmen wir zum Beispiel die Judenfrage bei den Nazis. Er nennt es die Judenfrage, er nennt es nicht die Antisemitismusfrage, er nennt es einfach klassisch marxistisch die Judenfrage. Und das ist ein grauenhaftes Ereignis, das ist sicherlich das grauenhafteste, was der Faschismus, so sagt er, angerichtet hat, aber ihr Stellenwert wird doch immer wieder überschätzt und davor muss man warnen. Denn, so sagt er, es gilt um keinen Preis, den jüdischen Tod zu sterben. Das heißt, so sagt er, man darf sich nicht ins Gas jagen lassen. Passiv, willenlos, wie ein Objekt. Das ist für ihn der jüdische Tod. Nein, sondern man muss so sterben, wie das Semprun in Die große Reise, in diesem Roman, den er es als vorbildlich hinstellt für die Leistung der modernen Literatur, muss man mit der Waffe in der Hand, so wie im Warschauer Aufstand 1943, so muss man sterben. Und dann spricht er auch schon nicht mehr über die Juden, sondern er spricht über den Kommunisten, er spricht über den Partisan, er spricht über den Widerstandskämpfer. Hier ist auch wieder diese den Juden auferlegte und selbst an sich vollzogene Konversion, diese Verknüpfung, als seien die Juden freiwillig, ohne Widerstand, als Juden seien sie freiwillig wie Lämmer oder wie Sündenböcke in den Tod gegangen, hätten sich eliminieren lassen, ja. Das wird zugeschrieben. Die andere Seite wird nicht zugelassen. Nur die Kommunisten, nur die konvertierten Widerstandskämpfer, die werden eigentlich im Bilde bewahrt. Und die zweite Operation, die aufschlussreich ist, er ästhetisiert diese ganze Geschichte. Er sagt, ja, das ist die Leistung der Literatur und wie Semprun das in Die große Reise, die ein Erfahrungsbericht ist, dann ästhetisch gestaltet. Eine zweite Episode wäre zu erwähnen, wie er in dem Buch Schicksalswende 1943, als die Rote Armee gerade das Vernichtungslager Majdanek befreit hat, auf dieses, wie er es nennt, Todeskombinat Lublin eingeht. Er schaut zum ersten und man möchte sagen zum letzten Mal direkt dem Grauen der Shoah ins Gesicht. Er benennt es annähernd. Das ist das Todeskombinat, in dem die Deutschen als Volk, als Staatsvolk sozusagen, er nennt es nicht so, aber er sagt, die Deutschen insgesamt die Erkennungsszene ihrer Verkommenheit herbeigeführt haben. Das ist die Peripetie. Und dann aber ästhetisiert er das Ganze wieder und macht es zu einer Schicksalswende. Das Antisemitismusproblem, das Problem des eliminatorischen Antisemitismus verlässt er und sagt, das ist die Besinnung, die die Deutschen sich jetzt auferlegen müssen, um doch wieder moralisch, ethisch auf die Beine zu kommen, um doch wieder das Volk der Goethe und Heine und Hegel zu werden. Und damit vermogelt und verschmiert er den ganzen Bruch, selbst an dieser Stelle, wo er in den Abgrund schaut. Und das ist eine Sache, die kann man nicht, die zieht sich durch von dem frühen Lukács, der vor 1918, bevor er konvertierte zum leninistischen Kommunismus und dann zum Marxismus, seinen Weg zu Marx lange und qualvoll beschritt, da hat er in einer, wie er das mit Fichte benannte, in einer Situation der totalen Verzweiflung mit einem Revolver neben sich auf dem Schreibtisch kurz vor dem Suizid gesessen und wollte zum Handeln, zum praktischen Handeln kommen, von der Philosophie her, die auf Emanzipation angelegt war. Er hat sich in einem Zeitalter der vollendeten Sündhaftigkeit, wie er es mit Fichte bezeichnete und in Theorie des Romans auch schrieb, gesehen, vorgefunden und wollte nie wieder in seinem Leben in diese, wie er sagte, in die Stimmung der permanenten Verzweiflung über den Weltzustand zurückkehren.
Und so wäre seine Motivierung für die Ausblendung und dann die verschiebende und übergehende Einblendung des Geschichtsbruchs und des Revolutionsbruchs auch zu verstehen, wobei ohne von Schuldhaftigkeit freizusprechen, immer wieder festgestellt werden muss, dass Lukács ja nicht auf der Täterseite beschwiegen hat, sondern dass er höchstens eben wie viele Kommunisten und Linke und Widerstandskämpfer dann auch sozusagen kollaborationistisch oder als Komplize sozusagen sich partiell verhalten hat. Das zweite ist auch, dass er lebensgeschichtlich ja selbst tragischerweise, das ist wirklich eine Tragik, mit Schuld, eben die Schuldhaftigkeit, zu der Tragik führt, aber entgegen der Intention, der revolutionären Intention, die Schuld zu vermeiden, indem ich Schuld begehe. Das ist ein großes Leitthema auch in Taktik und Ethik und so weiter vor der Konversion gewesen. Ich muss mir die Hände sozusagen schmutzig machen, ich muss revolutionäre Realpolitik praktisch leisten. Nur dann kann ich der größten Schuld entgehen, schöne Seele zu sein und kontemplativ dem Verderben zuzusehen. Und wenn Gott mir, so mit Heppel, dem Zitat aus Judith, wenn Gott zwischen die Tat, die revolutionäre praktische gute Tat und mich, meine Persönlichkeit, die Sünde gestellt hätte, wer bin ich, mich dieser Pflicht zu entziehen? Und das ist aber für ihn sozusagen, jetzt wieder zynisch gesprochen, das Ticket, um auch sich zum Komplizen der stalinistischen Konterrevolution teilweise zu machen. Die Tragik besteht aber darin, dass er Opfer der stalinistischen Konterrevolution gewesen wäre, wenn er nicht durch Glückszufälle, wie er selber sagt, er wurde 1941 schließlich dann auch in den Kerker geworfen, er wurde verhört, gefoltert, das ist alles heute dokumentiert, er wurde geschlagen, er sollte bekennen, dass er den Marxismus nicht verstanden hat und dass er ein Mörder, Spion und Schädling sei und so weiter. Und er hat aber Widerstand geleistet, war resistent und so weiter. Das ist alles heute besser erforscht. Also er hat sich da nicht gebeugt. Aber er hat das immer auch ausgeblendet, diese Episode, diese äußerst demütige Episode. Und diese Scham und Selbstscham auch vor der eigenen Rolle, die hat er sozusagen aufgearbeitet in seiner selbstzugemessenen Rolle als Partisan, als Einzelgänger, der im feindlichen Terrain, vom Feind besetzten Terrain, seinen Kampf nach eigenen Maßstäben als gebildeter Ideologiekritiker und so weiter führt, aber auf eigene Rechnung führt und deswegen auch immer wieder geschuriegelt wird oder Desertion angeklagt wird oder sonst was vom Hauptquartier oder so ähnlich. Da hat sich immer als Partisan gesehen. In diesen Zügen der Selbststilisierung als Partisan und in vielen anderen Zügen der Selbstverknechtung, die vor allem dann sehr klar von Guy Debord im Buch Gesellschaft des Spektakels in einem Passus extra über Lukács auch zum Ausdruck gebracht wird, hat er sich selbst immer wieder so verhalten, wie sich die ihr Judentum verleugnenden Juden auch immer wieder verhalten haben mögen, nämlich sich einzubilden, dass sie teilhaben könnten, sagen wir, an einer deutsch-jüdischen Symbiose, und niemand verkörpert diese deutsch-jüdische Symbiose in seinem Werk eigentlich mehr und brünstiger als Lukács, die deutsche Sprache, die deutsche Literatur, die deutsche Philosophie über alles geliebt hat und der auch lange Zeit bis 1945 ein Mitglied der Kommunistischen Partei Deutschlands war im Exil in der Sowjetunion, dann erst die Ungarische Sozialistische Arbeiterpartei, als er nach Ungarn zurückkam, eingetreten ist. Und diese Rolle, die er sozusagen wie ein Trotzki, der Jude unter den das Feindbild des Juden, des Judas, der Revolution für die Stalinisten, wie ein Sinowjew und ein Béla Kun in Ungarn während der Räterepublik, die ihn versucht haben, auch in den Tod zu schicken, in diesen Turbulenzen, die Linksradikale sozusagen Intrigen auch gesponnen hatten im Rahmen der Ersten Internationale. Also eine furchtbare Zeit, ein Hexenkessel dieser Kominternwelt, in denen wurde immer eine gegenseitige Denunziation und ein Verhalten, wie man es auch aus der Geschichte der jüdischen Verfolgung und Selbstverleugnung kennt, ist da wahrnehmbar. Das sind jetzt alles Beobachtungen, die man machen kann, wenn man sich lange mit Lukács und seinem Gesamtwerk beschäftigt. Dann kann man diesen roten Faden, der sich durchzieht, und diesen Bruch, diese Tragik, diese Ambivalenzen auch so im Zusammenhang besser erkennen. Man kann also nicht das Frühwerk oder irgendein Teil des Werkes isolieren. Und zugleich muss man es versuchen zu verstehen, so dass man es erklären kann, nicht entschulden kann,
um diese ganze Theorie zu retten, die von Lukács in einem Abarbeiten auch seiner Verstellungen, gerade des romantischen Antikapitalismus, bis zum Spätwerk geleistet worden ist. Und das wäre der dritte Punkt, auf den ich nur hinweisen möchte. Man sieht erst, wenn das Spätwerk von Lukács, das heißt letzten Endes sein eigentliches Hauptwerk, zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins von etwa 1970. Er starb dann darüber und hat noch ein Buch darüber, die Prolegomena, zu dieser gesellschaftlichen Seinsontologie geschrieben. Da sieht man erst in der Retrospektive, was er geleistet hat, um genau den romantischen Antikapitalismus, eine krude, dämonisierende Theorie vom Geld, von der Ware, vom Kapital, vom Staat, um die abzuarbeiten und auf eine Höhe von kritischer Theorie zu führen, die, glaube ich, durchaus sich mit den Anstrengungen der anderen Segmente und Strömungen und Institutionen der kritischen Theorie, wo wir vor allem natürlich auch an Adornos Leistung denken, messen lässt und auch messen lassen muss, wobei dann eben die Stärke, die Fetischismus- und verdinglichungskritische Stärke durchaus zu betonen ist. Aber man kann sie nicht einfach übernehmen, sondern muss sie entlang diesem Bruch retten, aufheben, ungefähr in dieser Richtung. Das ist die Debatte, die ich mir wünsche, wenn es dann um die Formbestimmtheiten geht, die er selbst untersucht hat, namentlich, wie wir uns aktuell organisieren können, um der Barbarei und dann auch dem Boden, der Produktionsweise dieser Barbarei immer wieder täglich, stündlich als Alltagsreligion, als Wahn, als Gemetzel hervorbringt, ein Ende zu machen und ihre gesellschaftlichen Potenzen, die Elemente, wie Marx immer betont, für kommunistische Produktion und Verteilung und eine menschliche, vernünftige Regelung unserer Angelegenheiten, um die auch daraus zu retten und nicht dahinter zurückzufallen. Okay, jetzt könnte man ja sagen, wir haben das Referat, sozusagen das Co-Referat gehört, aber es ergeben sich ja einmal nochmal so ein paar zu den Ausführungen jetzt nochmal so ein paar Momente des Nachfragens. Beispielsweise Mauthausen, das habe ich im Zusammenhang nicht verstanden. Du hast Majdanek, es ging um das Vernichtungslager Majdanek. Du hast 1943, du hast ihm da eine bestimmte Komplizenschaft zugeschoben. Ich habe die spätere, die du dann ein paar Schritte später zugeschrieben hast, die habe ich schon nachvollziehen können, als in einer Komplizenschaft zum Stalinismus, in dieser Verwicklung als Opfer und gleichzeitig eben immer noch Teil der Nomenklatura. Aber die würde ich dich doch bitten, nochmal auszuführen. Ja, das ist nötig, denn ich habe das sehr verkürzt wohl mit dieser Linie der Kollaboration mit der Macht und der Herrschaft dargestellt. Es ragt heraus, diese Arbeit, dieser Aufsatz Schicksalswende. Er ist auch immer wieder von Detlef Clausen und vielen, die Lukács ernst genommen haben, erwähnt und entdeckt worden. Jetzt wird er auch in dem bemerkenswerten Aufsatz in diesem Sammelband, in den du auch genannt hast, über Verdinglichung und so weiter entlang Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein, wird er auch von dem Autor Gerhard Scheidt sehr herausgearbeitet, und er wird im Lukács-Jahrbuch von Dennis Meyer vor allem auch herausgearbeitet. Dieser Aufsatz Schicksalswende operiert sehr zwiespältig und gebrochen, denn zum einzigen Mal richtet er den Blick auf die Vernichtungsmaschinerie des deutschen Antisemitismus. Und er benennt auch dieses, wie er sagt, Todeskombinat Lublin. Er blendet also Auschwitz sozusagen ein. Er nennt die anderen Lager außer Majdanek bzw. Lublin nennt er gar nicht. Das Wort Auschwitz kommt bei Lukács so gut wie nie vor. Ganz im Spätwerk, bemerkenswerterweise, in einer Reihung, die war, habe ich erst jetzt erfahren von einem Spezialisten,
war Standardformel in der Kommentarenwelt und in der sozialistischen, kommunistischen, marxistischen Tradition, nämlich eine Aneinanderreihung, eine Aufzählung Auschwitz, Hiroshima, etc. und so weiter. In dieser Reihung unter verschiedenen Katastrophen der kapitalistischen Produktionsweise und nicht mehr wird das die Selbstreden überwunden werden, wo die Verschiebung von den Tätern dann von Deutschland auf die USA übergeht, die die Atombombe geworfen haben und so weiter, wird das dann überhaupt nur erwähnt und wird dann im Spätwerk an die Seite von Günter Anders Werk gestellt, um sich von der Bloch'schen, wie und Günter Anders sagte, Hofferei abzugrenzen, die er nicht teilt, der Lukács. Gleichzeitig will er, steht er Schulter an Schulter, sieht er sich mit Günter Anders, der allerdings, wie Lukács nicht erwähnt, sich voll dem Auschwitz der Zäsur zugewendet hatte und das behandelt hat, und nicht nur Hiroshima. Und Lukács betont dann dabei, dass er sozusagen eine einheitliche Geschichtstheorie, eine dialektische Geschichtstheorie, die weder in einen Geschichtspessimismus noch in einen Geschichtsoptimismus verfällt, also weder in eine Bloch'sche Hofferei noch in einen Grand Hotel Abgrund sozusagen, in seinen Schriften ausgedrückt, verfällt, sondern diese Gratwanderung gehen will. Aber dabei bagatellisiert er und historisiert er sozusagen schlecht Auschwitz ein. Und in dem Aufsatz Schicksalswende von 1943, wenn ich das jetzt richtig datiere, da macht er ähnlich nimmt er sofort eine Ästhetisierung dieses Todeskombinats Lublin vor, indem er sagt, das ist ein Drama, in das die deutsche Geschichte hineingeraten ist. Die Deutschen haben jetzt ihre Erkennungsszene und ihre Peripetie, den Wendepunkt, die Schicksalswende eines Dramas. Und wie in einem Drama, so wird sich das auch dann auflösen müssen. Die Deutschen werden in dieser Erkennungsszene sich selbst in ihrer tiefsten Erniedrigung als Täter und Mördervolk, die sich von Hitler gar nicht unterscheiden. Also er macht da keinen Dimitrovschen oder sowas Unterschied zwischen den guten Arbeitern und den bösen Kapitalisten und herrschenden Nazis. Sondern er sagt, das deutsche Volk als solches hat eigentlich seine tiefste Erniedrigung sich selbst auferlegt, indem es die Juden vernichtet. Und er spricht aber gar nicht weiter über die Shoah selbst, sondern er wendet den Blick sofort ab und es geht um die Deutschen. Das ist jetzt keine Kollaboration mit den Deutschen, aber es ist eine Kollaboration, zumindest oberflächlich, mit dieser stalinischen Leitlinie, in der Formel Stalins von damals dann auch etwas später ausgedrückt, die Hitlers kommen und gehen, das deutsche Volk, der deutsche Staat bleibt, punktum. Also damit kollaboriert er sozusagen taktisch, zumindest das. Aber er kollaboriert viel tiefergehend auch damit, dass er an der Liebe zu den Deutschen festhält, sie werden jetzt sich besinnen müssen und wie in einem Drama eine Lösung finden müssen. Und damit ästhetisiert er immer die Geschichte. Und seine ganz ästhetische Theorie, auch bis zuletzt, diese große Reise von Semprun, die er anfängt vorzuhalten, als Warnung dafür, dass man sich so verhalten muss, dass man nicht den jüdischen Tod stirbt und um keinen Preis, was ja seine Wahrheit hat. Natürlich soll man nicht diesen Tod sterben, aber warum wird er den Juden als Juden aufgeprägt? Und so ist auch die Schicksalswende nur eine Beschäftigung mit dem deutschen Schicksal und nicht mit dem jüdischen Schicksal. Und das ist eine fast unmerkliche Verschiebung, wo er den Blick immer wieder abwendet. Auch von seinem eigenen Schicksal, seiner eigenen Erniedrigung, denn er ist immer, ich sag's immer so global, im Stalinismus, diesem durch und durch anti-latent und bis manifest schließlich antisemitischen Stalinismus eigener Prägung, ist er immer als der Jude wie Trotzki und so weiter behandelt worden. Und alle Distanzierung vom Juden Trotzki, vom Judas Trotzki, von den Mördern, Spionen und Schädlingen, da gibt es grauenhafte Sprache, die Lukács auch führt, 1936 ist dokumentiert in einem Roro-Taschenbuch, diese Protokolle des deutschen KPD-Schriftstellerverbandes oder wie er nun hieß. Da hat er sehr listig sich durchlaviert. Er hat meines Erachtens niemanden, der nicht schon denunziert und zum Abschluss freigegeben worden war von seinen Genossen als Trotzkist oder so, hat er meines Erachtens nie denunziert. Darauf würde ich bei Gelegenheit mal belegend eingehen wollen. Aber er hat sich an dieser Hexenjagd beteiligt mit einer furchtbaren Sprache. Man muss die Trotzkisten und das Gewürm und die Mörderspione und Schädlinge ausrotten, also abstrakt. Und das ist eine Kollaboration mit dem Stalinismus als Antifaschist. Dieser halbierte stalinistische Antifaschismus, das ist seine Schuld. Das ist wie sagten die Lukács-Kritiker oft, sein Sacrificium Intellectus, sein Opfer seines Geistes auch. Und danach muss man genauer gucken, wie sowas passiert. Ich weise noch abschließend auf eine ganz gute, glaube ich, selten gebliebene Studie hin,
von einer sich selbst als jüdischer Identität sehende und erklärende Autorin bei Campus etwa 1999, im Campus Verlag, die heißt Keval mit Nachnamen, Susanna Keval, und die hat in einem Setting von alten Antifaschisten in Frankfurt, die da noch lebten, und Antifaschistinnen, meistens KPD-Leute, dabei jüdischer Hintergrund und nicht jüdischer Hintergrund, die hat in sehr langen, genau aufgezeichneten Gruppengesprächen, die ausgewertet worden sind mit so einer bestimmten psychoanalytischen Methode, gruppensoziologischen Methode, da hat sie rausbekommen, wie diese Ausblendung und Einblendung funktioniert bei linken Widerstandskämpfern, die selbst im Lager gewesen sind, die aber die Juden, wenn es darauf ankam, allein lassen mussten, auch schon bevor sie ins Lager kamen, schon auch in der Kindheit, und wie sie das kaschieren, wie sie diese Schuld und Scham zeitlebens abgearbeitet haben. Aber man konnte mit denen dann auch darüber reden, zum großen Teil, mit manchen nicht. Und wer übrig blieb, übrigens, waren die jüdischen Mitglieder. Die kamen dann zuletzt noch, drei Leute. Die anderen kamen dann nicht mehr nach einem Jahr oder so. Das sind Sachen, die alle noch nicht so richtig untersucht sind, wie das funktioniert hat, damit man daraus lernen kann. Ich denke, wir kommen wahrscheinlich an der Stelle, ohne das abblocken zu wollen, nicht weiter, dass sozusagen, also Lukács hat genau diesen Übergang, diese gigantische Verschiebung, die Adorno und Horkheimer gesehen haben, nämlich von der gefährlichen Klasse hin zur gefährlichen Rasse, ne? Also sozusagen jetzt in den projektiven Begriffen nicht nachvollzogen. Die letzte Minuten würde ich gerne noch einen Moment ansprechen. Du hast ja also gerade auf dem Hinblick, im Hinblick auf die bereits gehörten, sozusagen den Mitschnitt von der Veranstaltung, was die Referenten gesagt haben, in Bezug auf Lukács Revolutionsvorstellungen im Geschichte und Klassenbewusstsein. Und du dich ja da auch dagegen verwehrst, Lukács zu halbieren, ja. Und mir kam ja auf dieser Veranstaltung, kam das, was da gesagt wurde, die Vorstellungen von Lukács, ja, so wahnsinnig bekannt vor. Also sozusagen, das ist tatsächlich etwas, was das Ganze seit irgendwie 90 Jahren sozusagen, irgendwie ist nicht sehr viel dazugekommen in der Wahrnehmung zumindest. Deswegen wäre es mir gelegen, nochmal, da du mehrmals darauf hingewiesen hast, man kann den Frühen nicht ohne den Späten lesen. Was wäre denn eigentlich dann tatsächlich das Zurück zu Marx, irgendwie dieser Weg zu Marx bei Lukács, wo er sozusagen sich auch immer wieder selber kritisierte für Geschichte und Klassenbewusstsein? Und was ist das bei dem wenig entdeckten späten Lukács, wie du gesagt hast, was ist das, was bleibt oder was hält oder was heute sozusagen Boden wäre in der Kritik hin auf eben eine kommunistische Produktion und Verteilung? Und ich würde, da wir tatsächlich nur noch circa 10 Minuten haben, gleich mit meiner Frage so ein bisschen anschließen. Ich würde auch an dieser Stelle nochmal den deutlichen Unterschied machen, Lukács, Adorno, Horkheimer, die in den Jahren ja dann, in den 40er Jahren begonnen haben, das Grauen auch auf den Begriff zu bringen und dann festzustellen, dass an dem Gesamtgebäude, an dem theoretischen Gesamtgebäude fundamental was schief läuft. Vielleicht kannst du das nochmal auch ein wenig einander gegenüberstellen. Diese zwei Wege, vielleicht schließen die sich am Ende gerade wieder mit dieser Frage, möglicherweise. Und vielleicht dabei auch so ein bisschen zum Ausgangspunkt nehmen, den Begriff von Klassenbewusstsein. Ja, das ist gut, dass das eingeführt wird, denn darum ging es ja auch bei den Beiträgen zentral, die da auf der Veranstaltung vorgelegt wurden, um auch zur Organisationsfrage, wie kann sich die Klasse des Bewusstseins, Lukács hat diesen Ausdruck, die Klasse des historischen Bewusstseins in einem der Aufsätze des Buches Geschichte und Klassenbewusstsein so geprägt. Guy Debord hat ihn dann später aufgegriffen, 40, 50 Jahre später, als Klasse des Bewusstseins schlechthin, zu der sich das Proletariat selbst erziehen muss, die ihm keiner abnimmt, um eben in eine kommunistische Produktion und Verteilung selbst als eigenes Werk über
übergehen zu können. Und das stand im Mittelpunkt eben der Frage der Formbestimmtheit von Selbstorganisation der Klasse und damit der ganzen Frage von der Leninschen Partei, ihrer Funktion und so weiter. Und das ist, wie auch richtig betont wurde, dort vor allem von Patrick, das Zentrum, um das die ganze aktuelle Auseinandersetzung mit Lukács zu kreisen scheint, da ist ein verdächtiger Drall, fertige Organisationsformen zu entlehnen. Man hatte diese Debatte um die Organisationsfrage schon von Kral, der leider auf der Veranstaltung nicht erwähnt wurde, der aber sozusagen eine wichtige Etappe auch, eine wichtige Stufe ist in dieser kommunistischen Lukács-Aneignung und der Lukács sehr nahe stand sozusagen theoretisch, der hätte da erwähnt werden müssen, der eben genau diesen Übergang vom, wie lässt sich Klassenbewusstsein der wahre Arbeitskraft als Selbsterkenntnis ihrer Subjekt-Objekt-Identität, wo sie nur das Objekt ist, statt das Subjekt der Geschichte, der Produktion und der Kultur zu sein. Wie lässt sich das innerhalb der Kommunikation dieser wahre Arbeitskraft, Individuen als ein Klassenkollektiv vermitteln? Wie lässt sich das organisieren? Das ist die bleibende Frage, die Lukács so aufgeworfen hat und in der Formbestimmtheit aus seiner Zeit heraus beantwortet hat, nämlich der Zeit vor und dann unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Und diese Veranstaltung hat, finde ich, sehr gut gezeigt, dass das auch bei Lukács offen bleibt. Dass das nicht falsch sozusagen leninistisch geschlossen wird, sondern dass es immer so in einer Schwebe zwischen der Selbstorganisation durch die Räte, die ja bei der Teilnahme am Aufstand in Ungarn 1956 erneut und auch in den Schriften von 1968 nach dem Einmarsch in die Tschechoslowakei erneut aufwirft und wie er den Leninismus verstehen will, das ist dass sich stützen auf die Räte, auf die Selbstorganisation der Arbeitenden. Das hat er aus seiner Zeit heraus vorsichtig, aber auch entschieden scharf gemacht, diese Selbstorganisierungsleistung der Klasse. Und dann bleibt aber noch ein Hiatus, dann bleibt ein Rest, dann bleibt eine Aufgabe für so etwas wie eine Avantgarde und die kann Lukács eben nur zwischen den Spezialisten der Theorie und der Orthodoxie, das heißt des richtig verstandenen, richtig ausgelegten Marxismus, wie es sieht, erblicken, diesen Hiatus, der lässt sich nur und den einfachen Arbeitern, den Menschen des Alltagslebens, die nicht den Zugang zur Theorie so hätten. Man sieht auf einen Blick, dass das eine Zeit war, in der tatsächlich ein solcher Hiatus noch bestand und dass so etwas wie der Novemberkuh 1917 in der Sowjetunion oder die Räterepublik in Ungarn, die gar keine Räterepublik war, sondern einfach eine linkssozialistische Regierung, wenn man näher hinguckt. Es gab da natürlich auch Räte als Beiwerk, aber regiert hat so eine sozialistische Partei oder so ein Parteibündnis, Parteikoalition, an der Lukács als Minister teilnahm für Kulturaufgaben und so oder als Militärkommissar dieser Roten Armee, dieser kurzlebigen. Aber es war gar keine richtige Räteherrschaft, es war gar kein Werk der Arbeiterklasse selbst so in dem Sinne, wie es Marx avisiert. Und wir sehen heute, dass natürlich fast 100 Jahre später ganz andere Bedingungen sind, nämlich Bildungselemente, die ins Proletariat im Weltmaßstab eingegangen sind, eine Verknüpfung, wie das in deutscher Ideologie heißt, des einzelnen proletarisierten Individuums mit dem Weltmarkt, mit der Weltgesellschaft, die ganz andere Qualität und Intensität hat. Die Kombination und Kooperation der Arbeitenden im Weltmaßstab, der Lohnarbeiter im Weltmaßstab ist ganz anders reif, um das Wort zu benutzen, als das damals der Fall war. Und deswegen würde Lukács heute, wenn man ihn aktualisiert, ganz andere Formbestimmtheiten nennen und ermitteln. Und daran hat er in seinem Spätwerk gearbeitet. Insofern nochmal zu dem Punkt der Frage, was bleibt von Lukács Werk? Die ganze eigentliche Frage abschließend, wie diese Vermittlungen zu leisten sind, das ist die Pointe von 1923, Geschichte und Klassenbewusstsein, wie auch von 1970 zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, das ist nämlich, wie die Fetischismen aufzulösen sind. Wie können die Proletarisierten, sagen wir mal die wahre Arbeitskraft als Individuum gefasst und als Klasse, die sich assoziierten Individuen,
gefasst. Wie können die aus eigener Kraft, sozusagen am eigenen Schopf aus dem Sumpf sich ziehen, wurde auch Veranstaltung mal so genannt, indem sie die Verblendungen, Verdinglichungen, Verdinglichungsformen, die Fetischformen, ich kann das nur so pauschal so nennen, das ist aber gerade ein Riesengebiet, was ist überhaupt Verdinglichung, was sind Fetischformen, diese Verkehrungen, diese ideellen und ideologischen Verkehrungen, die direkt aus der Ökonomie herauswachsen und direkt eine Seinsmacht in der Ökonomie sind, wie lassen sie sich auflösen? Aus eigener Kraft, aus eigenem Vermögen. Und wie lässt sich so ein Erkenntnisprozess selbst organisieren? Das ist die bleibende aktuelle Frage. Und dazu hat Lukács eben eine ungeheure Abarbeitung, eine enzyklopädische Abarbeitung, 40 Jahre lang geleistet und vorgelegt, die sich an der Seite der kritischen Theorie Adornos sich auch bewegt, zum Teil ohne das zu wissen oder zu merken, in dieser Isolation in der Sowjetunion zum Beispiel, dass sie die gleichen Fragen, wie lässt sich der Doppelcharakter der Ware, der Doppelcharakter der Arbeit, wie lässt sich die Formbestimmtheit dieses Doppelcharakters, wie lässt sich die Form Subjekt, Objekt in der Form von Lohnarbeit und Kapital aus eigener Kraft von Lohnarbeit her bewusstseinsmäßig auflösen. Das sind verdinglichungstheoretische Fragen. Also das zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins ist eine gigantische Ver- und Entdinglichungstheorie, die in vieler Hinsicht, da sie viel mehr politökonomisch, also war die Kritik der politischen Ökonomie bei Lukács sehr viel tiefgründiger war als bei etwa bei Adorno, muss man einfach so sagen. Auch wenn Adorno sehr fruchtbare, anregende eigene Wege ging bei seiner Kritik der Ökonomie, das ja auch besser jetzt untersucht. Aber diese Marx'sche Linie, das war das Zurück zu Marx in der Kritik der politischen Ökonomie, die auf alle Bereiche hin scharf gemacht wird, Staatskritik, Ideologiekritik, ästhetische Theorie. Da hat man noch sehr, sehr viel zu lernen und das ist auch heute noch uneingeholt, was er da für Impulse gegeben hat. Mehr kann ich jetzt, deutlicher, konkreter kann ich das jetzt leider hier nicht sagen. Bleibt eine Standardabmoderation eines solchen Gesprächs, die lautet, der Marxismus hat keine Gesellschaftstheorie. Soll ich darauf jetzt antworten? Ich habe mein Mikro auch gar nicht an, wenn du darauf in 10 Sekunden noch ein Konter findest. Die Frage ist, ob die kritische emanzipatorische Gesellschaftstheorie für ihre Darlegung von der Möglichkeit kommunistischer Produktion und Verteilung und Kultur den Marxismus noch braucht. Sie braucht ihn offenbar, aber sie muss ihn aufheben. Ja, das war gut. Da gibt's ja. In den letzten Sekunden nur noch mal an dieser Stelle, da wir eben diese Sendung, dieses Gespräch heute in Hamburg geführt haben, gestern vor einer Woche ist jemand in Hamburg gestorben, Lutz Schulenburg, der für das, worüber wir uns heute unterhalten haben, sehr wichtig gewesen ist, denn er hat eigentlich die ganzen Texte eines anderen Strangs der kritischen Theorie, des sozusagen westlichen Marxismus neben der kritischen Theorie, also known as Frankfurter Schule, oder eben Lukács, eben überhaupt in der deutschsprachigen Diskussion erst zugänglich gemacht, und das war Lutz Schulenburg. Der hat eben mit der Edition Nautilus die sozusagen die deutschsprachige Übersetzung der situationistischen Kritik im deutschsprachigen Raum erst ermöglicht. Das wollte ich an der Stelle einfach nochmal erwähnen, dass es sehr traurig ist, dass der tot ist. Ja, wir danken Svi für ich danke euch sehr. Diesen nicht nur spannenden, interessanten und umfassenden Vortrag sozusagen hier nochmal, sondern auch für die spontane Bereitschaft, sich darauf einzulassen, hier bei einem wahrscheinlich eher Urlaubsbesuch in Hamburg, dann hier nochmal so eine Schicht im Studio abzuarbeiten. Das war aber lustvolle Arbeit, danke. Fein, sehr schön. Damit endet das Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen, diese Sondersendung. Vielen Dank an alle. Und vielleicht nochmal zur Anregung für die Fortsetzung dieser Reihe der Gruppe Kritikmaximierung hier in Hamburg. Eine der nächsten Veranstaltungen jedenfalls findet am 28. Mai statt um 19 Uhr im Westwerk, wo dieses Thema dann eben auch weiter bearbeitet wird. Ich hoffe sehr, dass man im Zusammenhang von Klassenbewusstsein auch die Niederlagen, die zu diesem zerrütteten Bewusstseinszustand, zu diesem Untertanengeist und zu diesem Tätergeist geführt haben oder beigetragen haben, hinreichend berücksichtigt. Vielen Dank.